Grüß Gott erstmal miteinander. Oder guten Morgen. Schön, dass jemand da ist, gell? Weil das Thema sind körperliche Beschwerden und kann man denn damit auch E-Bike fahren und welche Möglichkeiten gibt es da? Dann sage ich kurz was zu meiner Person, dass Sie mir das auch glauben können, was ich Ihnen da sage. Ich komme also aus dem lieblichen Taubertal. Mein Name ist Erhard Mott. Ich befasse mich seit 2004, also schon über 12 Jahre, ausschließlich mit Elektrofahrrädern. Ich komme also noch aus der Zeit, als es noch gar keine gab. Damals habe ich die selbst gebaut und ich hatte auch nur Kunden, die irgendwelche körperliche Defekte hatten, Beschwerden irgendwelcher Art, sodass mir dann diese E-Bikes immer auf die auch noch angepasst haben. Mittlerweile ist es ein Massenmarkt, jeder will irgendwie fahren, aus Spaß und Vergnügen. Trotzdem, die Kenntnisse, die ich mir im Laufe von den vielen Jahren erarbeitet habe, die habe ich. Und habe auch die Kundschaft bundesweit. Also die kommen oft nach Lauda gepilgert, weil sie hier Fahrräder kriegen und Lösungen, die sie sonst nirgends bekommen. Wir haben hier zwei interessante Fahrräder heute stehen. Da komme ich noch einmal im Einzelnen dazu, um was es hier da überhaupt geht. Das ist jetzt ein kleines Fahrrad mit tiefem Anstieg und interessante Tretkurbeln. Und hier haben wir auch ein Tandem, ein Elektro-Tandem. Etwas Neues auf dem Markt, gibt es seit etwa 2, 3 Jahren. Oh. Und jetzt haben wir hier jemanden auch unter den Besuchern, die sich für sowas interessiert. Und jetzt haben sie Fragen mitgebracht. Sagen Sie einfach mal, was würde Sie jetzt daneben interessieren an einem Tandem oder ob es für Sie geeignet ist und so weiter. Ja, wie gesagt, also bis jetzt immer gesagt haben, Elektro bei Tandem ist noch sehr schwierig, wegen der Maße, auf welches Aha. Rad geht es, also der Motor, wie schwer und dergleichen. Also es geht Ihnen dort darum, Antriebstechnik. Sie sind etwas verunsichert noch im Moment, ob man jetzt dann schon Tandem überhaupt mit elektrisch fahren kann, ob es die richtigen Antriebe überhaupt schon gibt. Dazu kann ich Ihnen sagen, ich mache Tandem seit etwa 5 Jahren, rüste ich die mit Elektroantrieben aus. Und ich muss sagen, das funktioniert seit 5 Jahren sehr gut. Ich habe auch mehrere Anbieter und mehrere Hersteller, wo ich auch hier in die Tandems einbaue. Und spezialisiert habe ich mich hauptsächlich nicht auf sportliche Tandems, sondern eher auf jene, wo Leute fahren können, die freuen sich einfach, dass sie fahren können. Die haben dann meistens so eine starke körperliche Einschränkung, dass sie selbstständig hier solo nicht E-Bike fahren könnten, also bedingt durch Sehbeschwerden oder irgendwas oder Gleichgewicht und so. Die brauchen halt einen Partner. Und der Partner fährt dann und sie sitzen dann hinten drauf. Und da geht es eher, also die Fragen, die mir normal gestellt werden, ist, kommt jemand zurecht, dem zum Beispiel der Unterarm fehlt oder der irgendwelche Rückenbeschwerden hat oder der mit dem Gleichgewicht und stellen sich komisch an. Es gibt also so viele Phänomene, aber über den Antrieb, das ist schon längst gelöst. Ich setze zwei unterschiedliche Antriebsformen ein. Das ist einmal den Vorderradmotor oder Frontmotor und auch einen Mittelmotor. So ein Tandem habe ich zum Beispiel vorne auf dem Messestand stehen. Also wer Ihnen jetzt den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass die Antriebstechnik eventuell bedenklich sei oder so, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Mensch hat herzlich wenig Ahnung von Elektrofahrrädern. Ich sage es jetzt einfach mal so, ne? Weil meine Tandems, und ich verkaufe nicht wenig, die funktionieren und die Leute sind sehr zufrieden. Ich habe auch Paare, die sind dann unterwegs, größere Strecken, Mehrtagestouren. Ich habe es vor kurzem, also das war noch letztes Jahr, habe ich ein Ehepaar aus Bad Tölz gehabt, Kunden von mir. Die sind von Würzburg ausgefahren ins Taubertal und dann nach Bad Tölz. Also, na, das ist ja auch schon eine Strecke. Also, Antriebstechnik würde ich dann noch einmal im Detail auch eingehen. Wobei es ist weniger interessant, ich sage es Ihnen. Wichtiger ist zum Beispiel, dass man heute ein Tandem falten kann. Also ich kann hier das vordere Teil einfalten und kann das ganz klein machen, sodass das Rad in einen Kombi zumindest jetzt mal reingeht oder in der Zug. Und ich habe auch noch eines, das ist unser beliebtestes, das kann man zerlegen in zwei Teile. Und das sind hochinteressante Dinge. Bisher war es immer so, man musste mit dem Tandem irgendwie von zu Hause losfahren und dann wieder zurückkommen. Man möchte aber auch als manchmal was anderes sehen, andere Strecke fahren. Also zerlegbare Teile sind schon gut. Das ist eigentlich das, wo wir jetzt eine unglaublich hohe Nachfrage haben nach
faltbaren oder teilbaren Tandems. Das kostet, ich sage es Ihnen jetzt mal ganz pauschal, so viel wie 2 E-Bikes etwa. Also wir fangen an mit 5. Sagen wir mal, ein gutes Rad kostet etwa 2.500 Euro. Also geht es los mit Tandems mit 5.000. Sind die dann aber teilbar, faltbar, vielleicht noch für Schwergewichte und so ausgelegt oder wir machen noch Sonderausstattungen hin, dann könnte es auch 6.000, 7.000 Euro kosten. Und wo werden die produziert, die Teile? Wo kommt die her? Also, die kommen aus verschiedenen Ecken von Deutschland. Das daneben hier kommt vom Bodensee, das ist das Faltbare. Das Teilbare kommt aus Berlin. Dann habe ich noch eins aus dem Rheinland. Und die kommen hier nach Lauda und dort gehe ich nun her und tue die für diese Leute dann, die es kaufen wollen, dann entsprechend gestalte und konfektionieren, so sagt man ja heute. Konfektionieren. Sie haben vorhin angedeutet, Ihnen ist so ein Fahrrad zu schwer, aber Sie würde gern fahren. Herr Hunzi ist momentan noch die sportliche. Ich habe ein Problem. Ich müsste von einem normalen Fahrrad auf irgendeins umsteigen, tiefen Einstieg, weil ich mit der Hüfte Probleme habe und immer mit Beinen hinten rumkomme. Gut. Beim Aufsteigen, Absteigen. Ja, aber das ist ein klassischer Fall. Also Sie sind ein klassischer Fall. Nö, ich habe vorne ein schönes Tandem, ein E-Bike stehen, ein Tauberrad-E-Bike mit einem tiefen Einstieg. Haben Sie das schon gesehen? So ein schönes blaues Rad. Und das ist auch konstruiert für große Herren mit hohem Gewicht. Wie viel wiegen Sie denn, wenn Sie mal... 94, dann sind wir gleichgewichtig. Wir zwei haben das gleiche Gewicht. Ich habe mich heute Morgen gewogen. 93,9. So, Fahrräder mit einem tiefen Einstieg müssen besonders konstruiert sein, weil ja sonst der Rahmen zu instabil wird. Ich demonstriere Ihnen jetzt einmal was. Und zwar, das ist jetzt ein ganz spezielles Spezialfahrrad. Bei dem geht es nicht darum, dass es super stabil ist, sondern einen tiefen Einstieg hat und auch für Leute geeignet ist, die zum Beispiel ihre Füße nicht so richtig hochheben können. Ich zeige Ihnen jetzt an dem Fahrrad, was passiert, wenn ein schwerer Kerl drauf sitzt. Und zwar, sehen Sie, wie sich das verwindet? Ich zeige es noch einmal so. Also sagen wir mal so, das Rad ist bis 125 Kilo getestet. Zulässiges Gesamtgewicht. Das Rad, wenn man mal sagt, hat 25 Kilo, also mit 100 Kilo geht man drauf. Wenn einer mit so einem Rad fährt, ist ein schwerer Kerl, muss er schon ein bisschen vorsichtig sein, weil es dann auch dazu neigen könnte, der Berg runter zum Beispiel, dass es das Flattern anfängt. Für Sie wäre so ein Tauberrad da vorne das ideale Rad. Das mit dem dicken Rahmen, ne? Ja. Und zwar, ich habe jetzt dieses Fahrrad, habe ich jetzt konstruiert für ein zulässiges Gesamtgewicht von 160 Kilogramm. Also wenn das Rad 25 Kilo hat, dann könnte man da noch 135 zuladen. Wenn man eine Tour machen will, muss man ja ein bisschen was mitnehmen. Ja, eben. Das muss man ja mit berücksichtigen. Und diese Rahmen, die sind tatsächlich so stabil. Die sind auch mit tiefem Einstieg für schwere Herren geeignet. Auf was es dann noch ankommt, das ist dann ein XXL-Rad, das ist dann zum Beispiel der Antrieb, den richtigen Motor. Also man braucht auch einen starken Motor. Man geht ja jetzt mal davon aus, dass einer mit mehr Gewicht eben einen stärkeren Motor braucht. Ne? Ein großes Auto braucht eine stärkere Maschine wie so ein kleines. Ne? Und die Motorentechnik, die hängt wieder zusammen dann mit der Antriebstechnik. Sag ich ganz kurz was dazu, dann haben Sie schon mal gehört. Wenn Sie einen Mittelmotor haben, und das ist in diesem Tauberrad von Bosch ist der, dann wird ja die Kraft von da vorne über die Kette ans Hinterrad übertragen. Und nun geht die Kraft erstmal in die Narbe rein, in die Schaltnarbe. Also wenn es zum Beispiel ein 7-Gang oder ein 8-Gang wäre, dann ist es eine Schaltungsnarbe, so wie bekannt, vielleicht mit Rücktrittbremse, aber diese Narben wurden nie für Elektroräder konstruiert. Das heißt, die Motoren müssen gedrosselt werden, sonst ginge die Narbe kaputt. Und es geht nur mit 1, 2, 3 Schaltungen,
wo Sie dann so ein Fahrrad mit einem starken Motor überhaupt betreiben können, dass der Motor richtig voll arbeitet. Das ist dann die Spezialität. Also wenn einer so ein Wissen hat, kann er dann auch richtig beraten und sagen, schau her, das Rad ist nicht nur für schwere Personen und hat nicht nur einen Steigemotor, sondern das Getriebe ist entsprechend auch ausgelegt, dass der Steigemotor auch die volle Leistung hat. Das ist interessant, ne? Das habe ich jetzt noch nicht gewusst, dass das auch noch ein Problem ist. Ja, weil da drauf gehen die wenigsten ein. Wie gesagt, im heutigen E-Bike-Massenmarkt, da geht es dort rum, es wird eine Werbung gemacht, das Rad kostet statt so viel, so viel. Und die Leute meinen, sie machen Schnäpple, gehe hin und kaufe. Also ich mache so etwas nicht, das scheint mir ein bisschen unseriös zu sein. Bei mir gibt es ganz normale Preise, man kriegt das Konto und was weiß ich. Es geht mir darum, erst einmal die richtige Beratung zu machen, zu gucken, was braucht diese Person eigentlich. Und dann dauert es auch ein bisschen länger. Auch mit einer Probefahrt verbunden. In Lauda haben wir schöne Weinberge. Da kann man dann hochfahren, runterfahren, gucken, ob die Bremse funktionieren und so. Ja. Hat noch jemand hier eine Frage? Jo, freilich. Nur kleine? Nee, ich habe auch ganz große. Nee, 26 ja üblich. Ja, ich habe von 20 Zoll, 26, 28, da ist alles dabei. Es ist so, das Angebot, das ich habe an E-Bikes in Lauda, übertrifft bei weitem den größten Fahrradfachmarkt. Bei weitem. Obwohl wir ein schönes Geschäft haben, das hat 200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das ist ja gegen einen Supermarkt oder was weiß ich, grüne Wiesemarkt mit 2000 Quadratmeter, ist das ja lächerlich klein, 200 Quadratmeter. Aber jedes Fahrrad, was ich bei mir im Geschäft habe, kann man entfalten in viele verschiedene Modellvarianten. Ein Tauberrad Tour zum Beispiel, das gibt es in zwei oder drei Schaltungsvarianten, in verschiedene Motorvarianten, mit unterschiedlichen Farben und Lenkern und. Und so kann man aus einem Rad vielleicht 200 oder 300 unterschiedliche Modelle machen. Also das heißt, große Anbieter auf einer großen Fläche, die haben meistens ein Modell 10-mal dastehen, na, sucht das raus. Bei uns ist es so, wir haben dann ein Modell in verschiedenen Rahmenhöhen, in verschiedenen Laufradgrößen und. Also es ist sehr spannend, das ganze Thema. Wie ist das über den Winter? Es gibt ja Zeit, wo man das Fahrrad dann nur rumstehen hat und nicht benutzen kann, weil es wettersaumäßig ist. Und wie ist das dann mit dem Akku? Mit dem Akku, ne? Also das ist noch diese gewisse Unsicherheit, die jetzt noch im Raum schwebt. Was mache ich über Winter? Ne? Ist eine Winterüberbrückung, das Rad steht. Grundsätzlich ist Folgendes. Das Rad an sich kann ja ewig und drei Tage im Keller stehen oder wo auch immer. Es kommt ja auf den Akku an. Wie pflegt man einen modernen Lithium-Ionen-Akku? Im Gegensatz zu anderen Akkusystemen aus vergangener Epoche, das sind Nickel-Cadmium und Nickel-Metallhydrid, die haben sich selbst entladen. Ein Lithium-Ionen entlädt sich nahezu nicht. Den können Sie mal ein Jahr lang liegen lassen. Und zwar am besten, wenn er halb voll ist. Also nicht voll und nicht leer, sondern halb voll. Diese Halbvoll-Kapazität, die sehen Sie angezeigt, entweder am Akku selbst, wenn Sie draufdrücken, oder hier an dem Display, egal wie. Man kann ja mal nach zwei Monaten mal nachgucken, ob das alles soweit in Ordnung ist. Es gibt noch Systeme, Akkusysteme, wo ein das nennt sich Batteriemanagement, hinten dran sitzt, eine Elektronik. Und manche Systeme, die arbeiten so im Stille irgendwie ein bisschen mit. Und die entladen sich ganz langsam. Das war am Anfang ziemlich heftig. So Systeme sind mir aber heute nicht mehr bekannt. Also ich denke mal, 3-4 Monate ohne Nachladen sollte heute alle packen. Sind die eigentlich staubempfindlich, wenn man die in so einem Holzhäuschen stehen hat, Blütenstaub? Oder? Eher Feuchtigkeit. Sagen wir mal so, man kann mit dem E-Bike auch durch den Regen fahren. Ne? Das geht alles. Und das Allerschlimmste, das kann man auch machen, das ist auf dem Heckträger, wenn man es mit dem Auto hat, und fährt dann durch den Regen. Also das ist so ziemlich das Schlimmste, was man im Fahrrad antun kann. Aber auch da hilft, Akku vorher wegnehmen und irgendwelche
Bauteile, elektronische Display oder so auch wegnehmen. Das, was Sie jetzt sagen, gegen Staub und so, ist ein Fahrrad absolut unempfindlich. Man muss ab und zu doch einmal ein bisschen Pflege drauf tun. Da gibt es ein gutes Pflegeöl. Und dann halt einmal ne, mit dem Läppchen drüber und schön einschmieren. Wenn dann der Grünstaub fliegt oder wir haben nebenan ein Holzhäuschen und Holz verbrennt, dann habe ich lauter Staub auf meinem ganzen Fahrrad. Ja. Und ob die dann empfindlich sind? Überhaupt nicht. Also es ist unempfindlich. Ich gehe sogar so weit, bei uns kommen ja viele Leute und machen bei uns Probefahrten. Ne? Das heißt, ich habe 40 Testräder bei mir zur Verfügung, wo man dann ausprobieren kann. Und dann fahre ich mit den Leuten als oder meine Mitarbeiter in die Weinberge rein oder über, durch Waldwege. Und die sind mitunter sehr schmutzig. Und wenn wir dann zurückkommen, dann sind die Fahrräder versaut. So. Und dann nehmen wir einen Gartenschlauch und spritzen die ab. Nee, es ist so, ich halte natürlich nicht auf den Akku drauf im Wasserschlauch, das mache ich nicht. Sondern ich gehe her und tue natürlich gezielt an die Reife gehen und dort, wo es ist. Und wenn Sie da einen weichen Wasserstrahl drüber fließen lassen, und dann macht es gar nichts aus. Anschließend kommt wieder ein bisschen Pflegeöl drauf und dann ist gut. Weil ich vorhin gesagt habe, das ist schwer. Wir sind auch schon mal an eine Schleuse gefahren, die Treppe hoch. Ja, das kann ich dann nicht. Ne? Also die sind ja alle ein bisschen schwerer. So, also jetzt sage ich Ihnen mal, was ein Fahrrad für ein Gewicht hat, ein E-Bike normalerweise, und zwar stellen Sie sich so vor, der Akku, der wiegt etwa 3 Kilo, der Motor wiegt etwa 3 Kilo, ein bisschen Elektronik drumherum, mehr, zwischen 6 und 7 Kilo mehr Gewicht wie ein herkömmliches Fahrrad durch den Antrieb. Dann müssen wir die Räder etwas stabiler bauen, die Rahmen sind heute viel stabiler, ich habe es Ihnen vorhin gezeigt, ne? Also so ein leichter Rahmen hier für Ihren Mann, der braucht ein bisschen ein schwererer, also ein Kilo mehr Material halt, ne? So, und schwuppdiwupp ist man bei 4, 25 Kilo, 26 etwa. So. So ist es. Das heißt, wenn Sie an die Schleuse kommen, dann muss halt Ihr Mann mal ran, gell? Wenn ich alleine? Und wenn Sie alleine sind, dann glauben Sie gar nicht, wie viele Männer das es gibt, die einer schwachen Frau helfen möchten. Die warten förmlich auf jede Gelegenheit. Und den spannen Sie ein. Hat jemand noch eine Frage? Da, hier, die Herrschaften. Was, ich habe keine Frage. Haben Sie schon bereits ein Elektrorad? Nein, habe ich noch nicht. Gehen Sie schwanger oder sind Sie schon irgendwie, haben Sie schon einen Impuls gekriegt? Ja, ich habe Interesse, eins zu kaufen. Sehe Sie. Also, so, jetzt sehe ich Sie, wollen wir mal sagen, Sie sind nämlich der Jüngste, sage ich jetzt. Ich erlaube mir das einfach so zu sagen. Ja, das wissen Sie und es ist ja in Ordnung. Und ich will auch mal so alt werden wie Sie und vielleicht noch ein paar Jahre draufsetzen und dann immer noch E-Bike fahren. Die Kundschaft bei uns, die ist weit oft über 80 Jahre, die bei uns ein Rad kauft. Und man muss ein bisschen für Senioren, muss man gewisse Dinge berücksichtigen. Es ist klar, ein tiefer Einstieg ist dann einfach angebracht. Man will ja dann nicht mehr den Fuß irgendwie da über den Gepäckträger schwingen. Sie brauchen ein Motorle, wo sie gut unterstützt. Also das sollte nicht das Schwächste sein. Dann von der Bedienbarkeit, die Bremsen sollen gut funktionieren. Ja, freilich. Es gibt auch nach wie vor mit Rücktrittbremse. Wenige nur noch. Mhm. Sorry, ich nachher. Ja, ja, aus dem Grund habe ich noch solche Fahrräder. Ich habe sogar viele mit Rücktritt, habe ich mich darauf spezialisiert ein bisschen. Ja, und dann vom Handling, also von der Handhabung, ne? Das Fahrrad, dass es nicht zu schwer ist, dass es agil ist und solche Dinge. Manchmal hat man im Alter dann Rückenbeschwerden, also dass gute Federung drin ist. Unterm Sattel zum Beispiel kann man das machen, entsprechend der Sattel auch. Diese Dinge berücksichtige ich mir. Also sagen wir mal so, Ihnen rufe ich jetzt zu, je früher Sie jetzt noch eines kaufen, umso länger haben Sie was davon. Also wenn man ganz viel Komfort haben möchte, Federung zum Beispiel, wenn einer wirklich rückenleidend ist, das gibt es ja, gell? Bandscheibe und dies und das und überhaupt. Bei der Hüfte ist es noch nicht so schlimm, da kommt es auf den richtigen Sattel übrigens an, der sich bewegt hier. Das ist wichtig bei Ihnen. Aber ansonsten gibt es vollgefederte Fahrräder mit tiefem Einstieg, das die Firma Riese und Müller, ein deutscher Hersteller, führend.
Die sind richtig gut, ich habe sehr schöne Räder. Die habe ich alle bei mir im Geschäft stehen. Und ja, mit komfortabler, aufrechter Sitzhaltung und Vollfederung. Also da ist man tatsächlich dann, also komfortabler geht es dann nicht mehr, gell? Man geleitet dann durch Wolken, also wie auf Wolken durch die Landschaft. Ja, und was empfehlst du für Senioren, die kleine Räder oder normale 26? Also Sie haben ganz recht, diese 20 Zoll Fahrräder, also wir sagen zu denen Vitalis, ist übrigens meine Entwicklung, die mache ich seit fast 10 Jahren. Die sind, wollen wir mal sagen, in der Praxis für Senioren, auch kleinere Personen, ideal. Das sind sehr leichte Fahrräder, haben einen sehr starken Antrieb. Anders wie heute der klassische Mittelmotor, machen wir das über einen Frontantrieb mit Tempomat und Gasgriffen, solche Dinge. Jedenfalls, ich habe so viele zufriedene Kundinnen und Kunden, also ist erstaunlich. Jüngst habe ich eine Kundin gehabt, die kam aus St. Peter-Ording, in Norddeutschland da oben. Und die hat dort oben ein Ferienhaus. Also in so ein Bauernhof mit was weiß ich, also mit verschiedenen Wohnungen und so. Und da hatte die Kunden aus München unten und ist dann mit runtergefahren nach Lauda, das sind ja immerhin schließlich 700 Kilometer, hat sich hier absetzen lassen bei uns. Und hat sich natürlich angekündigt, ich komme, möchte bei Ihnen so ein Vitali-Rad kaufen und möchte dann heimfahren. Es war letztes Jahr Anfang November. Die kam mit zwei Packtaschen an und die Dame ist 72 Jahre alt. Und die war dann ein, zwei Tage bei uns in Lauda und wir haben ihr das Rad optimiert und so weiter. Habe den Akku voll aufgeladen und dann fuhr die heim. Und ich habe mir dann langsam Sorge gemacht, denn ich habe dann im Wetterbericht verfolgt, wie das so ist, ne, wenn sie dann nach Fulda da hochfährt und immer höher. Und dann kam so ein Kaltfront kam dann. Und dann habe ich gemerkt, da oben, wo sie heute fährt, da hat es dann irgendwie gegraubelt. Dann habe ich sie abends per Handy angerufen und habe gesagt, Mensch, Isolde Wollatz heißt sie. Mensch, Isolde, habe ich gesagt. Man war dann per Du natürlich. Wie geht das denn, bist du heute gefahren? Ja, hat sie gesagt. Aber heute war schlechtes Wetter. 2 Stunden hat es gegraubelt. Dann habe ich gesagt, ja, hast du dich dann untergestellt? Nein, hat sie gesagt, ich habe gesungen. Ja, und die ist mit so einem Rädler gefahren, aber es keiner irgendwo dem Rad zutraut. Ja, wo hat sie denn ihr Gepäck alles hin? Ja, in Packtasche. Ah, doch, freilich. Und zwar die größten. Die kam mit Ortliebtasche. Das sind diese wasserdichten Taschen. Die hat sie noch von Radtuchen gehabt, noch von früher. Ja, aber weil das so fällt, da kann man doch nicht mal zur Tasche hin. Man kann es. Glauben Sie mir, es geht. Und die hat vorne eine Lenkertasche gehabt. Ich habe dann noch einen Korb vorne hingemacht, das ist so ein Gestell. Die hatte nämlich noch einen Rucksack dabei. Und dann habe ich gesagt, komm, den Rucksack, den nimmst du nicht, das ist zu schwer. Den tun wir auch noch vorne drauf. Also ich habe Fotos gemacht, die sind sensationell. Und vorne, ganz wichtig, vorne die Lenkertasche, da war lauter so Glöckli, ne, so kleine Glöckli. Und dann habe ich gesagt, was magst du mit den Glöckli? Ja, hat sie gesagt, jedes Glöckli war eine große Radtour. Mhm. Und die Radtour nach Hause hat dann auch ein Glöckle gekriegt. Ja, und es ist halt, wenn man jetzt Kundendienst, dann muss man zu Ihnen kommen, na klar. Es ist so, wir machen bei uns in den Fahrrädern relativ Kundendienst in großen Abständen. Also nicht 500 Kilometer, weil ein modernes E-Bike ist so gut, dass man nach 500 Kilometer wahrlich nichts dran machen kann. Außer Luftnachpumpe. Da gehen wir davor aus, dass die Leute selber machen können. Ansonsten alle 3000 Kilometer empfehlen wir. Lauda ist, glauben Sie mir, für unsere Kunden vor der Haustür. Also ich habe Kunden aus ganz Deutschland, die kommen aus Berlin, die kommen aus Frankfurt, viele kommen aus Frankfurt, aus Nürnberg, München, was weiß ich. Ich habe aber viele aus der Kölner Gegend, Ruhrpott und so. Wenn Sie in den Züchle neisteigen oder im Auto sind, Sie eine halbe Stunde in Lauda. Was will man mehr? Bitte? So, und das ist auch nochmal wichtig, die Fahrräder, die kleinen, die faltbar sind, die sind in der Bahn als Reisegepäck mitzunehmen. Und ein Reisegepäck kostet kein Geld. Ihr in Bayern müsst nämlich eine Fahrkarte lösen für die Fahrräder. Das ist so. Aber mit einem Faltrad, auch mit so einem Falttandem, ne, wenn du sechst,
Du drohst dann dem Zugbegleiter, das ist aber ein Falttandem. Soll ich es jetzt falten? Wissen Sie, wenn ich es Ihnen sage, besser wie die anderen, glauben Sie mir es nicht. Aber ich sage Ihnen zumindest so gut wie die anderen, fragen Sie alle mal. Ich habe letztes Jahr Fahrradtour mitgemacht. Ja. 600 Personen waren. Jesus! Da war ein älterer Herr. Ja. Und der hat so klare Regeln. Ein älterer Herr. Da haben wir ja 100 Mensch. Der ist auch damit, ne? Was waren das für eine Tour? Wo waren die? Mein Spessart. Sie, ich glaube, den kenne ich. Der hat mir da mal. Ja. Aber mir E-Bike geliehen, ne? Vor Ort. Ja. Vor Ort und so. Aber ja, das war so 26er, ne? Ja, also das sind 20 Zoll. Also wenn es der nicht war, ist auch nicht schlimm. Jedenfalls mit den kleinen Rädern halte sie mit der großen mindestens genauso mit. Das hat was damit zu tun, dass wir einen Frontantrieb verwenden. Ich erkläre es Ihnen ganz kurz. Ob Sie es verstehen, ist dann egal, aber ich sage es geschwind. Und zwar daneben vorne sitzt ein Radnabenmotor. Und ein Radnabenmotor, wenn der ein Laufrad antreibt, dann ist die Laufradgröße entscheidend, wie viel Kraft der Motor hat oder der Antrieb. Ist es ein kleines Rad, dann dreht sich der Motor häufiger und entsprechend hat das Ding mehr Drehmoment und mehr Kraft. Ist das Rad groß, dann hat der Radnabenmotor, der muss ja an die Bereifung weitergeben, außer hat er natürlich nicht dieses Drehmoment, das auf die Straße kommt. Das heißt, Frontantriebe setzen wir heute vorwiegend nur noch an kleinen 20-Zoll-Rädern ein. Aber dann geht das Ding los, gell? Ja. Ja, ja. Also ich habe... Auf jeden Fall, der ist noch in München noch bis nach Loa separat gefahren. Ja. Da war schon über 80, gell, der Herr. Sowas? Ich dachte, sowas. Naja, aber wenn Sie sagen, dass das so gut... Ich habe nur gedacht, lieber Gott, wie will der das schaffen? Also die Technik ist so ausgereift und so gut, dass gerade ältere Herrschaften, die keine eigene Kraft haben, jetzt ins Pedal reinzuleiten, also für einen Mittelmotor, die nehmen lieber einen Frontantrieb, der unabhängig ist von der eigenen Drehkraft. Also Sie können hier den anstreuen mit dem Drehgriff, Sie drängen sich da nicht an, Sie geben einfach Gas und schießen den Berg hoch. Echt? Mhm. Nee. Die brauchen nicht mehr Strom, es hängt einfach nur mit dem Drehmoment, das ist ein physikalisches Gesetz. Ach wo, die sind eher günstiger. Wir fangen an mit 2.200 Euro an den Rädern. Aber rechnen Sie damit, wenn Sie einen starken Akku möchten und dies und das und hin und her, so 2.500 deutliches also etwa. Ging das? Also wenn die Isolde Wollatz am Tag 100 Kilometer nach Hause gefahren ist, mit schwerem Gepäck, mit 72 Jahren, dann werde sie das auch noch schaffen. Ja, ich habe nichts mehr weit hin. Na komm. Nee, aber ja, verbundenswert, weil ich möchte nach dem eins kaufen. Ja. Drum, ich meine, bei uns vor Ort gibt es, ist ja auch so ein Händler, ne? Also der verkauft ja die normalen. Ne? Ja, solche Fahrräder. Ich frage Sie jetzt mal nach Ihrer Größe. Wie groß sind Sie? 1,57. Sehen Sie, also alle Personen unter 1,60 Meter müssen entweder ein 26 Zoll normales E-Bike nehmen und selbst die Dinger sind bedingt durch Motor und so weiter relativ lang und schwer. Und dann, also mit so einem Fahrrad tun Sie sich leicht, wirklich. Ja, ich habe Stadträgler, das ist 26. Ja, ja. Also sowas wäre ideal für Sie, aber probiere Sie selbst einmal aus. Ja, gut, deswegen bin ich jetzt da, dass ich das Neueste, ne? Erstaunlich. Erstaunlich. Und sind dann auch nicht so schwer, ne? Das sind die leichtesten. Ah, doch? Echt? Ich habe immer gemeint, brauche ich ein Auto mit. Hängekupplung und solche Dinge. Ne? Nee, also was habe ich Sie für ein Auto? Opel Casa. Ah ja, da passt es rein.
Was meinen Sie, wie viele Damen ich als Kundschaft habe mit dem Opel Corsa, mit dem Fidali? Sie erzählen überzeugt, da brauche ich doch gar kein Auto. Ah, nein, no, das brauche ich nicht. Höchstens eine Treppe, wo Sie dann noch mit ne, einen Schritt hoch machen, dass ich es besser reinkriege. Das kann ich auseinander machen. Nee, es wird gefaltet. Ja, aber das hat mit dem nichts zu tun, mit dem Fidali. Das ist. Also ich bin überrascht, dass ich das zeige. Ja, also was ich Ihnen zeigen würde, wäre dann ein Fahrrad mit ein bisschen höherem Rahmen. Das ist also wie gesagt ganz speziell für Leute, die wirklich ihre Füße nicht mehr hochheben können. Gibt's, ne? Mit Knie und so. Also für mich, wenn ich das bringt ansehnlich. Ja, ja. Eine schöne Form, ja. Kriege ich immer noch. Doch, doch. Habe ich Sie nicht so ein Büchle da in die Hand gedrückt, kriegt vorhin? Ja, Sie ist ja aber ja eines, ne? Das reicht. Da sind wir drauf. Da ist, rechnen Sie, wie gesagt, zwischen 2.200 bis 2.500 Euro, da sind Sie gut dabei. Und wenn der Kundendienst, da kann ich das vorher in ein Auto tun, vorhalten nach Lauda. Ja, was Sie auch machen könnte, das machen viele aus Würzburg, die fahren jetzt zum Beispiel im Züchle nach Lauda. Die Verbindung ist jede Stunde geht der Züchler. Aus Kascht. Sie, da habe ich einen Freund, ne? Da habe ich da einen Freund. Aber in Kascht, da halten auch die Züge. Und dann könnte man nach Würzburg fahren. Da muss man halt die Treppe hinauf. Ihr kriegt jetzt auch einen besseren Bahnhof, habe ich gesagt. Ihr kriegt jetzt auch einen besseren Bahnhof, habe ich gesagt. Kascht, ich habe viel Kunden, und da laufen etliche Fidalis, wenn Sie da mal drauf achten. Am Main, jetzt, wenn es wieder losgeht, da laufen viele. Da laufen viele, ja, ja. Ich habe mir immer gedacht, was wollen Sie denn mit einer Kleiderwelt? Ja, und die haben Sie von mir. Wahrscheinlich haben Sie über die Wohnwagen kein anderes draufgebracht, aber meine Gedanken. Ja, von welcher? Also so in Zell und so, da gibt es viele Kunden, wo ich habe. Ich habe einen Freund, den Frankenbernd. Also ist ein Kampfname, aber er heißt eigentlich jetzt profan Bernd Oehring, ist Gärtner und wohnt in Leine. Und der war einer der Ersten, der so ein Rad bei mir gekauft hat, weil er mir erklärt hat, er macht auch noch E-Bike-Touren und muss da führen. Und wenn er da mitfährt, das kleine Rad, da hat er den Vorteil, dass er mal über die Schleuse kann. Und in Erlabrunn irgendwo ist doch da so eine Schleuse. Ja. Genau, und dann sind wir nämlich über die Schleuse und dann habe ich noch Fotos gemacht. Dann hat er gesagt, weißt du jetzt, warum ich das Rad brauche? Damit ich das da hochbringen kann, die Treppe hoch. Und da haben wir tolle Touren schon gemacht. Und die Fidalis, ach Gott, da sind wir schon gefahren, bis an den Sodeberg. Ach ja. Ja, ja, und dann sind wir über Saaletal, sind wir dann zurück und dann über Gemünden wieder Karst und dann waren wir wieder alleine. Ja, natürlich. Also Inspektion oder Kundendienst, nicht also jedes Jahr, sondern wir machen das nach Kilometern. Denn wenn ein Rad steht, ja, ein Jahr lang steht, was soll ich denn machen, außer Luft nachpumpen? Ich kann ja, bei einem Auto ist es anders, das Öl drin und so weiter und da muss man ab und zu mal einen Ölwechsel machen. Aber an einem Fahrrädler doch nicht. Sie haben jetzt mal eine andere Frage. Sie haben jetzt noch beide Fahrräder mit breiten Satteln. Ja. Ein schmales Sattel nehmen, ne? Dann gibt es Experten, die sagen, Ledersattel ist das Beste. Sitzhöcker muss links und rechts Platz haben. Ja, ja, ja. Dann sind da Kugeln drin oder Löcher und was weiß ich was. Also das sollte eigentlich jeden interessieren, Mann und Frau, weil wir haben ja letzten Endes jeder von uns ein bisschen anderes Gestell. Ne? Also die Frau, ist es, die haben ein Schambein vorne, das drücke kann beim Fahren. Also ich tue das jetzt mal hier so zur Darstellung mit meinem mit meinen Fingern. Beim Mann wissen wir, was er hat im Allgemeinen. Ne? Und es gab früher Sättel und nach wie vor, die meisten Sättel sind so konstruiert, dass sie gerade rüber gehen. Also in der gerade Sitzfläche haben. Und wenn man dann dort drauf sitzt, dann drückt es einem im Schritt. Und es kann so schlimm sein, dass man bei einer Radtour über mehrere Stunden ein Taubheitsgefühl kriegt oder dass der Handleiter abgedrückt wird und man kann nicht mehr so pingeln. Das merkt man ja dann. Hat jeder Mann schon irgendwie erlebt. Ich habe einen mal gehabt, einen Kunde, der hat mir gesagt, der hat eine Tour gemacht über mehrere Tage und er hatte einen Ledersattel. Und der Ledersattel, der war so hart gewesen, dass er über mehrere Wochen hinweg dieses Taubheitsgefühl gehabt hat
Und er war heilfroh, dass er seine Männlichkeit wieder zurückgekriegt hat. Also zumindest das, was er meint, was männlich ist. Aus dem Grund, es gibt einen deutschen Sattelhersteller, das ist die Firma Esculap, so nennen die sich. Die haben schon vor etwa 10 Jahren erkannt, man müsste sich mal die menschliche Anatomie ein bisschen genauer angucken. Und das Erste, was sie festgestellt haben, ist, man hat unterschiedliche Gesäßknochenbreite. Also hier Gesäßknochen bei der Frau, meistens etwas breiter, wie ich einen Kinder kriege und so, wie bei Mann. Also Frau braucht grundsätzlich etwas breitere Sättel. Und dann kommt es noch auf die Sitzposition vom Fahrrad an. An dem Tauberrad, was Sie nachher sich angucken können, sitzen Sie relativ aufrecht. So, also heißt, das Körpergewicht kommt alles auf den Sattel drauf und muss hier verteilt werden. Sie brauchen breitere Sattel. Dann gibt es die sportliche Fahrradfahrer, die liegen weiter nach vorne. Da kommt das Gewicht, wird abgestützt durch hier am Lenker. Und man tut auch sehr aktiv vorn. Also das heißt, Pedaldruck heißt ja auch, ich entlaste gleichzeitig den Körper. Also kann man den Sattel etwas schmaler nehmen. Und so muss man grundsätzlich entscheiden, was ist das für ein Fahrrad. Und dann werden sie vermessen. Wir haben da vorne so einen Nachelstuhl, gell? Das ist da, wo es dann wehtut, dann wissen wir, aha, so, ne, da kann man dann den Abstand messen. Das ist ein Blatt Papier, das lege ich mal drauf, dann drücke ich da so ein paar Donner durch und dann sehen wir, aha, so breit ist Ihren Gesäßknochenabstand. Und entsprechend wird dann der Sattel bestimmt. Und jetzt zeige ich Ihnen noch was, welche Ihre Hüfte. Die normalen Sättel sind starr. Also daneben bewegt sich irgendwie nichts. Ne? Dieser hier macht eine Bewegung. Und Sie wissen, früher wurden Sättel, gab es nur Sättel mit Federn drunter. Genau. Das, jeder Fahrradsattel hatte Feder gehabt. Und dann kamen, ich glaube, naja, ich will es nicht sagen, welche Nation es war, ich weiß es, die haben dann gesagt, nee, wir machen starre Sättel. Bedingt vielleicht aus dem Radrennsport, da braucht man keine Federn, aus Gewichtsgründen und Kraft und so. Und dann ist bei Sportfahrrädern eines Tages, hat ein Zug kalte, der starre Sattel. Und jetzt war dieser schöne Effekt war weg. Denn beim Fahrradfahren bewege ich hier, daneben hier die Hüfte. Und zwar mehr wie beim Gehen und. Also was Sie normalerweise machen mit einer Physiotherapeutin in einer halben Stunde, ne, und so, mache ich Sie beim Fahrradfahren unentwegt. In einer Minute, wie viele Pedalumdrehungen etwa, schätzen Sie mal? Okay. Gut, 50 bis 60. Das heißt, wenn Sie so oft hier das bewege, macht die Hüfte daneben unten im Kreuzbein und so, macht genau diese Bewegung mit. Für alle, die Hüftprobleme haben, Rückenprobleme, ist das eine große Entlastung, denn die Muskulatur wird wechselseitig gestreckt, die Gelenke werden mobilisiert und dadurch bekommen Sie eine Entlastung. So, und dieser Sattel hier hat also hier diese Beweglichkeit wieder, wie man sie früher an einem gefederten Sattel gehabt hat. Also das heißt, Fahrradfahren auf so einem Sattel ist für einen Menschen mit Hüftproblemen reine Therapie. Und sollte hinterher ein Wohlbefinden spürbar machen. So, ich habe das Zeichen gekriegt. Dialogvortrag habe ich ja gesagt. Ich brauche einen Dialog. Der ist jetzt drum. Ich bedanke mich. Scheinbar war es dann doch interessant. Keiner ist gegangen. Also ich gehe jetzt vor zu unserem Stand. Wer noch Fragen hat, tue ich gerne beantworten. In Lauda, der steht auf dem Prospekt, da stehen die Öffnungszeiten. Wir haben jetzt Sommerzeit wieder. Ja, ja, gut. Ist dann auf der letzten Seite. Also, Dankeschön.